Der Bär. Ja, guck mal, der Bär in der Mitte hier. Ja, der kann da ja stehen bleiben. So. Also bevor wir das jetzt durchschneiden, möchte ich natürlich alle nochmal recht herzlich begrüßen und begrüße natürlich auch Herrn Belli und Herrn Kuhecker, Herr Lemke, die da hinter uns stehen, die maßgeblich für diese Organisation mit verantwortlich zeichnen, auch mein Staatsrat Herr Wiebock, der die letzten Tage ja auch nochmal genutzt hat, weil mir es viel Technik im Moment hat. Und ich hoffe, dass wir das über diesen Weg alles hinbekommen. Nach anderthalb Jahren, wirklich ohne Zoom, freuen wir uns riesig, dass wir heute trotz der Hygienevorschriften, die wir natürlich beibehalten müssen, zumindest das Maske tragen, auch beim Einchecken, die Nachweise frühzeitig buchen, freuen wir uns auf diese Eröffnung. Und ich werde jetzt gemeinsam einfach den Startschuss geben. Ich habe schon leicht angeschnitten. Bitte hochschauen dabei, bitte hochschauen bitte dabei. Ist der Dom eröffnet. Mahlzeit hier vom Hamburger Dom, Sommerdom 2021. Die Eröffnung liegt kurz hinter uns und wir sind am Rundgehen. Ich will euch mal kurz was zeigen, was hier fast jedes Imbissgeschäft hat, sind diese Desinfektionsgeschichten da. Gleich rauftreten und ihr könnt eure Hände schön desinfizieren, bevor ihr reingeht. Vielleicht auch, wenn ihr rausgeht, solltet ihr das vielleicht auch machen. Also, wir gehen weiter.
jetzt geht's los. Mittlerweile 16, 16.30 hier auf den Hamburger Dom. Und ihr seht, ich bin eigentlich sonst mit Maske, aber jetzt mal kurz, um euch ein kurzes Update zu geben, mal kurz ohne Maske. Es geht, es lässt sich alles aushalten. Es ist nicht überfüllt, seht ihr auf den Bildern. Auf jeden Fall ist das ganze Prozedere hier sehr einfach. Ihr kommt rein, meldet euch an, zeigt alles vor. On easy ist und ihr kommt rein. Ja, das war es eigentlich. Und wie gesagt, wir gehen noch weiter rum und ihr könnt weiter zugucken. Wieso? Das will ich euch sagen. Ich gebe euch die einmalige Chance, unseren gefürchteten Piratenfluss zu befahren. Jawohl! Hab ich ganz schön Mühe gekostet, meine Freunde zu überreden. Das könnt ihr mir glauben. Die wollten nämlich keine Eindringlinge hier sehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Kurzes Päuschen hier in der Schenkel und ja, die freuen sich auch riesig, dass sie endlich da sind.
Und ja, ich habe schon ein halbes Bierchen ausgetrunken, aber es schmeckt, es ist lecker. Auch hier war das Anmelden sehr einfach. Und ja, wie gesagt, ist alles sehr einfach, kommt vorbei. Die Schausteller freut's, uns freut's. Und ihr seht ja selber, was hier los ist auf dem Platz. So, ja, ich bin für euch jetzt mal ins Riesenrad gewandert und werde euch den Platz mal von oben zeigen. Jetzt ist es nicht mehr ganz so heiß. Feldstraße läuft das eigentlich alles sehr gut und ja, sind keine Massen hier reinströmen, aber sie strömen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich ein Ticket zu buchen. Ein bisschen Wartezeit ist natürlich mitzubringen. Innerhalb 5 bis 10 Minuten seid ihr drinne. Ticket buchen. Wochenende ist schon so gut wie ausgebucht. Es gibt vielleicht noch ein paar Restplätze. Und ich hoffe, das geht auch so weiter. In dem Sinne, ich gehe auch weiter. Ganz spontan. Ich freue mich, wir sind alle ganz euphorisch, dass wir wieder hier sind, alle ganz aufgeregt. Die Leute sind auch ganz euphorisch und freundlich. Die Kinderaugen, die lachenden Kinderaugen sind wieder da. Und wir freuen uns, wenn ihr alle kommt. Ja, das war's mit dem Vlog heute, mit dem Durchgang, mit dem Rundgang zum Eröffnungstag des Hamburger Sommerdoms 2021. Nach 600 langen Tagen Warten haben wir unseren Dom in ungewohnter Form wieder. Aber er ist da und das freut uns natürlich ungemein. Ich bin Montag nochmal für euch da, dann werde ich natürlich auch ein paar On-Rides machen heute.
waren einfach nur ein paar Impressionen da. Montags werde ich mit ein paar Schaustellern reden, aber wie gesagt, das Ganze dann im nächsten Videoblog. Also, wenn euch der Kanal gefällt, bitte abonnieren. Ansonsten weiter sagen, Daumen nach oben machen und wir sehen uns Montag bzw. nächste Woche zum nächsten Vlog. In dem Sinne, schönes Wochenende und bleibt gesund.